Oh. Wir sind jetzt zu erreichen. Ihre Havoc-Systeme haben uns im Visier. Macht mal mit dem Demolisher geschützt den Turm leer. Oder zerlegt ihn einfach. Ich höre auf dem Bild. Da wissen Sie bereit. Warten auf Bewegung, Männer. Da kommt Gardisten. Wir werden angegriffen. Melde Feindkontakt. Wir sind bereit. Dann los. Feuer! Chaos, Ziel zerstört. So, die weg. Komm und zeig für etwas Bewegung. Ihr mal hier weiter. Oh, das ist jetzt wiederum nicht so schön. Machen wir mal mit dem. Dem Wallischer geschützt ein bisschen in Beine. Wir sind dann los. Wir sind bereit. Wir sind hier draußen festgenagelt. Nutzt eure Deckung, Männer. Also die Erdengarde stirbt teilweise ziemlich schnell weg, muss ich sagen. Hi. Sag da nur zum Demolisher-Geschütz. Hehe. Ich mag den Panzer. Nehmen das Ziel ein, Sir. Rücken weiter vor. So. Merrick. Reparieren wir das bisschen Schaden. Schon krass. Fast das Dreifache an Lebenspunkten. Ziel eingenommen. Dumm, die dumm. So. Wir sind hier, an die Arbeit. Warten auf Befehle. Verstanden, Sir. Ihr habt mehr Lebenspunkte als die. Hier, als dann. Ich rücke aus. Chaos, Space Marines, greifen an. Wir werden angegriffen. So, weg mit dem Cybot. Oh, da ist noch einer. Und weg mit den Zerfleischern. So. Weg mit den Hellbox. Oh, da sind ein paar Nahkämpfer. Das sah jetzt gerade fast so aus, als ob der Baneblade versuchte, in ihm was Panzer zu fressen. Wir sind bereit. Nehmen das Ziel ein, Sir. Wir haben das Ziel in der Hand, Sir. So. Beyblade, mal mit der... Hat sie erledigt. Der Zerstörer ist nämlich schon tot. Au, au, au. Von der eigenen Artillerie zerfetzt werden, das ist auch nicht so schön. Sir, Sie haben uns festgenagelt. Ich höre zu.
Schickt mal den Panzer vor, um die Havocs wegzukriegen. Oh, hier oben ist schon schön was los. Oh. Setzen wir da mal ein Signal. Ja, okay, das hat nicht ganz so geklappt. Oh, der Artillerieangriff ist schon nicht schlecht. Klappt noch nicht so gut. Haben wir die mal mit dem Demolisher-Geschütz weg? Okay, das ist jetzt nicht so gut. So. Ich könnte eine Raketensalve mit zwei Valkyren hier anfordern. Okay. Kommandant, Einsatz, Ziel erfasst. Dann machen wir den Turm platt. Und ziehen uns zurück. Hauptgeschütz hat sich wieder mal erledigt. Na gut. Hat da oben noch was geleuchtet, was ich hätte einsacken können? Habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich werde auf jeden Fall hier einen Bunker aufstellen. Nein, werde ich nicht, denn ich kann keine Bunker platzieren. Ich kann nicht mal hier oben. Hier könnte ich einen Bunker platzieren, aber nirgendwo hier, wo ich ihn gebrauchen könnte. Zeit für etwas Bewegung. Rufen wir schon mal deinen zweiten Limwas-Panzer. Das ist auch wieder Todesklinge, weil Todesklinge einfach etwas mächtiger ist. Aber der letzte, den ich noch anfordern werde, der wird dann einer von den besseren, einer von den Antipanzern sein. Weil das klingt so schnell ab und die sind schon ein ganzes Stück günstiger. Bewegung, Männer! War kommt in Gang, Soldat? Kommandant Alster, ich rücke aus. Ich erledige das. Wir haben verstanden. Setzen uns in Bewegung. So. Du reparierst ihn. Ich bilde hier wieder neue Gardisten aus. Hier Gardisten. Befehle? Nachricht erhalten. Kommt in Gang, Soldat. Hier, Kommandant. Ich höre. So, noch ein Leben. Was? Und das ist genau die richtige Ausrüstung für diese Aufgabe. Ein Trop-Gardisten eigentlich. Lehman Russ meldet Verbesserung. Hier Gardisten, Befehle. Gardisten sind bereit. Gardisten sind bereit. Verstanden, Sir. Obwohl, du, ihr bekommt auch Antipanzer-Kit. Und wir werden geportet. Sir, Verbesserungen sind abgeschlossen. Ja, er meint, er könnte uns mit seinem Laser beeindrucken. Sir,
Gut, dann kann ich ja einfach einen Valkyrenangriff anfordern. Auf ihn. Und jetzt müssen die Türme weg. Solange nämlich die Türme da sind, ist er immer noch wieder unverwundbar. So. Und jetzt wieder auf ihn schießen. Gut. Mach die Zerstörer mal weg. Jetzt deinem Nacken. Und sobald er in die Mast drauf geht, wird einfach ein neuer gerufen. Ach ja, ihr habt Wetterbomben, also nutzt sie mal. So, läuft alles ganz gut. Ich hole gleich noch einen vierten Leben was mit dem Bevölkerungslimit. Mehr Schaden, mehr Lebenspunkte. Es müssen erstmal die Infanteristen, die gegnerischen, hier weg. So, wir brauchen gleich wieder einen neuen Lebenspanzer. Okay, das war nicht so gut. Ernsthaft, ich würde gerne alle... Macht mal. Ich brauche definitiv Deckung nach hinten mit denen. So. Und noch ein neuer Riemen was. Ich kann hier leider keinen Bunker hinsetzen. So, noch ein Todesklingenpanzer. Für dich das Lebensupgrade und ein neuer Lebenspanzer. Na, jetzt weg mit den Türmen. Jetzt die Zerfleischer weg. So, und wir setzen den eben was. Und mehr Lebenspunkte für dich. Jetzt ist unsere Chance. Alle Batterien auf den Dämonenprinzen zielen. Die Batterien berichten, dass sie bereit zum Feuern sind.
Sie erwarten Ihren Befehl. Jo. Sir, da ist Chaos. In Massen. Genau hier. Einmal auf Kyras ziehen. Und gewonnen. Ich stehe in Kontakt mit der Exterminatusflotte. Sie werden von weiteren Auslöschungen in diesem Sektor absehen, wenn ich den Beweis liefere, dass die Bedrohung beseitigt wurde. Mein Schwur und dieser Anhänger sollten reichen. Also, leben Sie wohl. Generalfeldmarschall, vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages wieder. Und zu Ihrem Wohl, Sergeant Major, sollten Sie hoffen, dass unsere es nicht tun. Für den Imperator, Sir. Immer vorwärts. Jo. Mission abgeschlossen. Wir haben noch einen Gegenstand gekriegt, der uns nichts bringt. Ich teile Ihre Empfindungen, Sergeant Major. Obgleich dies eine armselige Entschuldigung für eine Inquisitorin ist, die Leuten kein Ungemach bereitet. Sie werden für Ihre Leistungen in den letzten Tagen belobigt werden. Weshalb ich Sie für eine Medaille vorschlage, anstatt Sie wegen Ungehorsams erschießen zu lassen. Vielen Dank, Sir. Und Sie haben sich als guter Kommandant herausgestellt. Weshalb ich Sie nicht wegen Inkompetenz erschieße. Wie bitte? Ich sagte, dass ich von Ihrer Kompetenz überrumpelt war, Sir. Ah, das habe ich Sie auch sagen gehört. Weiter so, Sergeant Major. Weiter so. Ja. Okay, das Ending hier überspringen wir einfach mal. Hä, was?